Hallo meine Lieben, heute machen wir ein ganz einfaches Rezept, das jeder von euch kennt, nämlich einen Marmorkuchen. Und wie ich den zubereite, das zeige ich euch heute. Viel Spaß dabei! Für unseren Marmorkuchen benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen 52 Gramm Zucker, 125 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Kakao, 375 Gramm Mehl, 3 Eier, 250 Gramm Margarine, ein Päckchen Backpulver und ein Päckchen Vanillezucker. Und dann kann es losgehen. Zuerst nehmt ihr euch eure Rührschüssel und gebt eure 3 Eier hinzu. Und euren Zucker. Und dies rührt ihr nun schön schaumig. Fügt ihr eure Margarine hinzu und rührt weiter. Dann gebt ihr euren Vanillezucker hinzu und verrührt das nochmal. Vergessen habe zu sagen, ihr braucht noch ungefähr so 150 Milliliter Milch. Jetzt gebt ihr euer Backpulver hinzu, die Speisestärke und das Mehl. Und verrührt das langsam. Wenn der Teig dann so eine Masse erhalten hat, wo es sehr schwer geht weiter zu rühren, gebt ihr ungefähr ein 3/4 von eurer Milch hinzu. Und ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Milch lasst ihr noch übrig, der ist dann für den dunklen Teig. Wenn ihr dann alles gut miteinander verrührt habt, müsst ihr euren Teig trennen. Und zwar machen wir jetzt Hälfte, Hälfte. Wir geben jetzt einfach die Hälfte von dem hellen Teig hier in die Freischüssel hinein. Ungefähr. Den hellen Teig stellt ihr jetzt erstmal auf die Seite, wo hell bleiben soll. Und jetzt nehmt ihr euch euren anderen Teig, gebt hier das Kakaopulver dazu und eure übrige Milch. Und verrührt dies jetzt wieder mit dem Handrührgerät. So, wenn ihr dies dann auch soweit habt, nehmt ihr euch eure Springform und fettet diese gut ein. Wenn ihr euch dann eure Form eingefettet habt, mache ich es immer noch so, ich gebe ein bisschen Mehl in die Form, ungefähr so 1 bis 2 Esslöffel.
und dann klopfe ich da die Form damit aus, bis das Mehl sich verteilt hat. Und es ist auch sicherer, weil dann seht ihr auch, dass ihr eure Backform richtig eingefettet habt. Weil wenn ihr sie nicht richtig eingefettet hättet, dann wird ja irgendwo kein Mehl kleben bleiben an dem Fett. Und das würdet ihr dann aussehen. Euren Backofen müsst ihr vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Also 170 bis 180 Grad. So, dann gebt ihr zuerst euren hellen Teig in eure Form. Und verteilt diesen gut. Schön gleichmäßig verteilen. Und dann euren Dunkeln. Den verteilt ihr dann auch gleichmäßig obendrauf. Dann nehmt ihr euch eine Essgabel und unterhebt immer den Teig so. Also ihr macht so Wellen rein. Und das Ganze zweimal, also zwei Runden sozusagen. Ich zeige es euch immer so. Also einmal nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Und das macht ihr jetzt zweimal durchgehend. Dann streicht er das oben nochmal ein bisschen glatt. Und dann kommt er in den Backofen für ca. 50 Minuten. Ihr müsst halt die Stäbchenprobe machen. Wenn in eurem Holzstäbchen nichts mehr hängen bleibt, ist euer Kuchen fertig. Und so kommt er jetzt in den Ofen. Mein Kuchen war jetzt 50 Minuten im Backofen und sieht jetzt so aus. Er ist fertig. Jetzt können wir ihn aus der Form stürzen. Dazu machen wir den Ring außen weg. Und ist so ein Kuchenabkühler. Da kühlt euer Kuchen schneller ab. Dann legt ihr den drauf und stürzt ihn darauf. Und den lasst ihr jetzt auskühlen und später tun wir noch ein Glasur drauf machen. Um einen Marmorkuchen zu verschönern oder zu verzehren, gibt es verschiedene Varianten. Ich habe mich heute für eine einfache entschieden. Wir nehmen einfach eine Kuchenglasur, ganz einfache. Die habe ich jetzt schon warm gemacht, die ist schon flüssig. Und Raspelschokolade weiße, dass sich es ein bisschen abhebt. Und so verziehen wir jetzt unseren Kuchen. Und so sieht dann unser fertiger Marmorkuchen aus.